Ja, ich bin hier eben aus dem Bus ausgestiegen und das ist alles total dystopisch hier, wie in irgendeinem schlechten Atompunk-Film oder sowas. Denn hier hinter mir, und so heißt auch die Bushaltestelle, ist das Kernkraftwerk von Brockdorf. Und heute soll es um das Kernkraftwerk und natürlich das Thema Kernkraft gehen. Und damit willkommen erstmal zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Als ich mit meinem Vater im Januar 2022 das erste Mal hier oben im Norden war, weil er mich auch bei der Wohnungssuche hier oben ein bisschen unterstützen wollte, meinte er irgendwann zwischen Glückstadt und Itzehoe so, ach so, die Stelle kenne ich. Da war ich damals bei der Atomkraftwerk-Demo in Brockdorf. Ja, mein Vater war damals dabei, als gegen dieses Atomkraftwerk da irgendwo hinter mir demonstriert wurde. Und das war ein großes Event, deshalb ist dies auch eines der bekanntesten Atomkraftwerke. Und aus diesem Grund möchte ich dieses Kraftwerk heute mal zum Anlass nehmen, seit langem mal wieder ausführlich auf meinem Kanal zum Thema Kernkraft zu schwadronieren. Insbesondere im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen, dass Deutschland ja endgültig aus der Atomenergie ausgestiegen zu sein scheint, dachte ich mir, ich nehme das mal zum Anlass, dass wir ein bisschen ausführlicher über das Thema hier miteinander erzählen. Das Video wird aus mehreren Teilen bestehen. Ich werde erstmal kurz erklären, was Kernkraft eigentlich ist und was damit genau gemeint ist. Dabei werde ich auf die Reaktoren eingehen, wie sie gängig eingesetzt werden. Dann werde ich kurz über den Salzwasserreaktor berichten. Dann werde ich die Vor- und Nachteile von Kernkraft darstellen. Und zum Abschluss werde ich dann auch noch meine Meinung schildern. Fangen wir mal an mit einer kurzen Erläuterung davon, wie so klassische Kernkraftwerke wie das hier in Brockdorf funktionieren. Unter Kernkraft versteht im Allgemeinen die Erzeugung von Energie mittels der Spaltung von Atomkernen. Die Idee geht auf Experimente von Lise Meitner und Otto Hahn zurück. Obwohl die Kernkraft in den 1950er Jahren zunächst eine krasse Euphorie erlebte, ist sie spätestens seit den 1970er Jahren, insbesondere in Deutschland, Gegenstand von Kontroversen. Eine besondere Rolle bei diesen Kontroversen spielte das Kernkraftwerk Brockdorf. Darum wurde es als Kulisse für dieses Video gewählt. Hier fand insbesondere am 28. Februar 1981 die eingangs kurz erwähnte Großdemonstration in Brockdorf statt. Bis heute gilt diese als eine der größten Demonstrationen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Seinerzeit sammelten sich bis zu 100.000 Demonstranten trotz eines Versammlungsverbots in der Wilstermarsch. Im Laufe des Tages artete die Großdemonstration teilweise in bürgerkriegsähnliche Zustände aus, wobei nicht nur Absperrungen durch die Polizei missachtet, sondern auch insgesamt 200 Menschen verletzt wurden. Deswegen wurde die ohnehin als illegal betrachtete Versammlung durch die Polizei gewaltsam aufgelöst, wodurch diverse Demonstranten nicht bis zum Kernkraftwerk durchdrangen. Dies führte zum größten Polizeieinsatz in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ein Teil der 10.000 anwesenden Polizisten ist im eingeblendeten Bild zu sehen. Das Verhalten der Behörden im Vorfeld und am Tag der Demonstration wurde 1985 durch den sogenannten Brockdorf-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts für verfassungswidrig erklärt. Nach dem Brockdorf-Beschluss ist ein Verbot von friedlichen Versammlungen im öffentlichen Raum auch ohne Anmeldung unzulässig, selbst wenn mit Ausschreitungen Einzelner zu rechnen ist. Laut Bundesverfassungsgericht hätte man von Anfang an zumindest den mehrheitlich friedlichen Demonstranten mehr Freiheiten geben müssen. Grund für die Großdemonstration war der mehrmals unterbrochene Bau des Kernkraftwerks Brockdorf, denn das Gelände stand von Anfang an in der Kritik. Letztlich wurde ein Teil der Planung dennoch verwirklicht. Das Kernkraftwerk Brockdorf wurde am 8. Oktober 1986 schließlich eröffnet. Damit war Brockdorf das weltweit erste Kernkraftwerk, das nach dem tragischen Reaktorunfall in Tschernobyl am 26. April 1986, also heute vor 37 Jahren, ans Netz ging. Zu den Ereignissen in Tschernobyl verlinke ich mal oben was in den Infokarten. In Brockdorf wurde ein sogenannter Druckwasserreaktor installiert. Die meisten deutschen Kernkraftwerke besitzen Druckwasserreaktoren.
Beim Druckwasserreaktor dient leichtes Wasser gleichzeitig als Moderator und als Kühlmittel. Dabei wird der Druck so hoch gehalten, dass das Wasser während des Erhitzungsvorgangs nicht siedet, wodurch eine Korrosion der Anlage verhindert werden kann. Der dennoch entstehende Dampf wird in einem zweiten Kreislauf eingeleitet, wo eine Turbine antreibt. Radioaktivität findet dabei nur im ersten Kreislauf statt. Der zweite Kreislauf ist völlig frei von jeglicher Radioaktivität. Gleichzeitig wird kaltes Flusswasser ständig eingeschleust, um das Wasser im Reaktor zu halten. Tatsächlich können Druckwasserreaktoren sowohl mit Uran als auch mit Thorium betrieben werden. Thorium wurde als Brennmittel zwar in Obrichheim erprobt, aber wurde auch außerhalb von Deutschland bisher kaum praktisch eingesetzt. Nicht mehr in Deutschland gängig sind Siedewasserreaktoren. Das erste deutsche Kernkraftwerk in Kahl saß an einem solchen Siedewasserreaktor. Dabei wird Wasser bereits bei der Einfuhr ins Kraftwerk leicht erwärmt und mittels der Kernspaltung ähnlich wie im Druckwasserreaktor erhitzt. Allerdings siedet es dabei und erreicht fast 300 Grad Celsius. Der entstehende Wasserdampf treibt eine Turbine an. Siedewasserreaktoren haben zwar einen höheren Wirkungsgrad als Druckwasserreaktoren, aber der Dampf, der in die Turbine geleitet wird, ist noch radioaktiv, da hier keine Trennung von Kreisläufen stattfindet. Die in Tschernobyl angewendete Technologie basierte auf diesem Siedewasserreaktor. Die beiden bisher beschriebenen Reaktoren sind Leichtwasserreaktoren. Es gibt auch sogenannte Schwerwasserreaktoren, bei denen sogenanntes schweres Wasser, auch Deuterium genannt, eingesetzt wird. Da Schwerwasserreaktoren in Deutschland nie Verwendung fanden, sind sie nicht Gegenstand in diesem Video. Und ich laufe jetzt mal hier so ein Stückchen die Straße runter. Da unten ist, glaube ich, auch irgendwo die Elbe. Und derweil könnt ihr euch mal einen kleinen Beitrag für mich angucken, wo ich mich mit dem Salzwasserreaktor beschäftige. Der von mir ebenfalls als Salzwasserreaktor betitelte Flüssigsalzreaktor ist ein Brutreaktor, also ein regenerativer Kernreaktor. Hier liegt der Brennstoff in Form von flüssigem Salz vor. Somit ist eine Kernschmelze ausgeschlossen. Zudem arbeiten Flüssigsalzreaktoren mit ständiger Wiederaufbereitung, wodurch eine Nutzung der Reste für Kernwaffen unmöglich ist. Darüber hinaus entsteht kein Atommüll, da sowohl herkömmlicher Atommüll recycelt, als auch die Entstehung neuer Abfälle verhindert werden kann. Bisher wurden nur zwei kleinere Flüssigsalzreaktoren für Forschungszwecke gebaut. Einen dauerhaften praktischen Betrieb hat es nie gegeben. Daher ist ein Großteil der Technik rein theoretisch. Die Funktionsweise ähnelt den Druckwasserreaktoren. Allerdings wird hier das Thorium oder Uransalz sowohl als Brennmittel als auch als Moderator verwendet und befindet sich in einem ständigen Kreislauf. Zudem gibt es ein Kühlmittel, meist schweres Wasser. Es gibt zwei Kreisläufe, wobei der in der Grafik links dargestellte radioaktiv und der rechts dargestellte nicht radioaktiv ist. Durch zwei Wärmetauscher wird die Hitze des radioaktiven Kreislaufs in den nicht radioaktiven Kreislauf gepumpt, wodurch entstehender Wasserdampf eine Turbine antreibt. Leider ist der Flüssigsalzreaktor vorerst jedoch noch Zukunftsmusik. Wie sämtliche andere Brutreaktoren müssen noch diverse Tests folgen. Es können hiermit also keine rezenten Energieprobleme gelöst werden. Die Idee sollte man meiner Meinung nach aber mittelfristig im Hinterkopf behalten. Brutreaktoren wie der Flüssigsalzreaktor könnten nämlich eine Lösung für die Problematik mit dem Atommüll sein. Kommen wir nun zu den Nachteilen von Kernkraft bzw. von Kernkraftwerken. Denn da gibt es ganz viele Punkte, warum diese Technologie keine wirkliche Zukunft hat. Aus technischen Gründen folgt jetzt auf die Anmoderation der Nachteile erst eine kurze Darstellung der Vorteile, bevor ich konkret auf die Nachteile eingehe. Wenn ihr wissen wollt, welche technischen Gründe das sind, dann fragt es in den Kommentaren, dann können wir gemeinsam darüber diskutieren. Häufig wird behauptet, Kernkraftwerke seien zwar teuer in der Errichtung, aber Wartung und Betrieb seien dennoch günstiger als bei Kohlekraftwerken. Zudem seien Kernenergieträger keinen Preisschwankungen ausgesetzt. Allerdings lassen sich künftige Kosten der Kernkraft nur schwer abschätzen. Ferner entstehen in Kernkraftwerken keine Kohlendioxidemissionen.
Sie sind im Gegensatz zu Kohlekraftwerken also klimaneutral. Solange sich Flüssigsalzreaktoren aber nicht effizient bauen lassen, sind sie nicht nachhaltig, da Atommüll entsteht. Dadurch entstehen weitere verdeckte Kosten. Allerdings sind auch diese mittelfristig niedriger als die Folgekosten von Kohleabbau und Kohleverstromung. Außerdem nehmen Kernkraftwerke weniger Platz ein als Anlagen für Solarenergie und Windenergie. Von einer relativ kleinen Fläche kann ohne starke Beeinträchtigung der Landschaft eine große Menge Energie erzeugt werden. Ein Kernkraftwerk mit einer Nennleistung von 1000 Megawatt entspricht 3,1 Millionen Solarkollektoren und 431 Windrädern. Aufgrund diesen Unmengen an Energie sind Kernkraftwerke darüber hinaus ein guter Grundlastlieferant. Es ist illusorisch zu denken, dass unser Energiehunger sinken wird, wenn man aktuelle Hypes um mehr Elektrifizierung und Elektromobilität beobachtet. Solange sich keine effizienten Speichertechnologien für Überschüsse aus den erneuerbaren Energien durchsetzen, sind viele Regionen der Erde eventuell auf Kernkraft angewiesen. Zu guter Letzt sollte angeführt werden, dass ein Festhalten an der Kernenergie auch dabei helfen kann, an der Kernfusion weiter zu forschen. Kernfusion kann zwar aktuelle Klimaprobleme nicht lösen, aber sollte dennoch nicht ganz außer Acht gelassen werden. Mit Kernfusion werde ich mich irgendwann mal in einem eigenen Video ausführlicher beschäftigen. Wer das nicht verpassen will, sollte meinen Kanal jetzt schon abonnieren. Als häufiger Nachteil für Kernkraft wird genannt, dass Uran ein Rohstoff ist, der abgebaut werden muss. Anders als Wind und Sonne ist er also nicht erneuerbar. Irgendwann wird alles Uran ausgeschöpft sein. Bislang ist kein Brutreaktor so weit fortgeschritten, dass zeitnah eine regenerative Methode der Kernenergie nutzbar ist. Dass man Atommüll recyceln kann, ist also pure Theorie. Zudem ist, wie schon erwähnt, der Bau von Kernkraftwerken unfassbar teuer. Zum Schutz vor Radioaktivität müssen diverse Vorkehrungen getroffen werden. Die immensen Kosten werden kaum durch die nach Fertigstellung geringen Kosten aufgewogen. Und hier sind unberechenbare Kosten durch einen Reaktorunfall noch nicht einberechnet. Apropos Reaktorunfall. Die Folgen eines Reaktorunfalls sind spätestens seit Tschernobyl einer breiten Masse bekannt. Noch heute findet man selbst 3000 Kilometer westlich in Deutschland erhöhte Strahlungswerte. Die Städte Prypjat und Tschernobyl in der Ukraine sind auch 2023, also 37 Jahre später, noch unbewohnbar. Und tatsächlich lässt sich in gängigen Kernkraftwerken eine Kernschmelze kaum verhindern. Diverse Defekte und menschliches Versagen können jederzeit in irgendeinem Kernkraftwerk eine Kernschmelze verursachen, wodurch es zu einer nicht zu stoppenden Kettenreaktion kommt. Man kann von Glück reden, dass Reaktorunfälle bisher nur in dünn besiedelten Regionen stattfanden, aber es kann jederzeit auch eine dicht besiedelte Region treffen. Und statistisch gesehen wird in den nächsten 10 Jahren spätestens wieder ein Reaktorunfall stattfinden. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass neueste Untersuchungen ergeben haben, dass Kernkraftwerke besonders fehleranfällig bei Naturkatastrophen wie Erdbeben sind. Insbesondere der Unfall in Fukushima hat gezeigt, dass kleinste Zerstörungen im Kraftwerkskomplex fatale Folgen haben können. Zudem konnte bereits Ende der 1990er Jahre nachgewiesen werden, dass auch in Tschernobyl möglicherweise ein Erdbeben ursächlich für die Katastrophe war. Vor allem in Europa wird die Gefahr durch Erdbeben jedoch immer noch unterschätzt. Darüber hinaus sollte man auch die Umweltfolgen des Uranabbaus nicht ausblenden. Beim Uranabbau werden unter anderem Radon und Arsen freigesetzt und natürlich wird die Landschaft ähnlich wie beim Kohleabbau stark verändert. Jedoch gibt es derartige Lagerstätten hauptsächlich außerhalb von Europa, sodass man schnell dazu neigt, die Umweltfolgen zu unterschätzen. Zudem wirkt sich das Kühlungssystem eines Kernkraftwerks oftmals auch negativ auf die Temperatur des Fließgewässers aus. Ferner kann eine leichte Verunreinigung mit radioaktiven Stoffen niemals vollständig ausgeschlossen werden. Und zu guter Letzt sind die benötigten Wassermengen so immens, dass in Dürregebieten eine vollständige Kühlung des Kreislaufs nicht mehr möglich ist. In den letzten Jahren mussten zum Beispiel in Frankreich mehrfach Kernkraftwerke abgeschaltet werden, um eine Kernschmelze zu verhindern. Im Sommer ist Solarenergie, also insbesondere in heißen Regionen, wesentlich effizienter als Kernkraft.
so viel dazu. Jetzt wisst ihr die Vor- und Nachteile und welche Technologien es im Hinblick auf Atomkraft bzw. Kernkraft gibt. Es ist schwierig für mich zu beurteilen, ob Kernkraft wirklich gut oder schlecht ist. Denn im Endeffekt gelten die meisten Nachteile, die ich in diesem Video genannt habe, vor allem für gängige Kraftwerke. Und wir brauchen eigentlich noch mehr Forschung, um letztlich wirklich herauszufinden, ob andere Methoden besser sind. Ein großes Problem ist aber natürlich der Atommüll. Und da muss man eine Lösung finden, so oder so, denn wir haben mit Kernkraft angefangen und dann müssen wir den ganzen Müll letztlich irgendwie loswerden. Es gibt bisher zwei Optionen. Entweder man macht es wie die Finnen und baut ein riesiges Atommüllendlager, oder man muss ihm überlegen, so wie die Franzosen, wie können wir noch besser und effizienter Atommüll regenerieren. Aber genau dann muss man eigentlich an der Kernkraft festhalten. Und das Problem ist, dass wir hier in Deutschland eigentlich gar keinen Standort haben, der sich wirklich als Endlager eignet. Und irgendein Land in Europa wie Finnland dazu zwingen, allen Atommüll aus ganz Europa zu entlagern, kann auch nicht die Lösung sein. Das muss eine Sache sein, die muss jedes Land für sich selber regeln und jedes Land für sich selber schauen. Aber genau das macht den ganzen Tralala um Atommüll und Atomkraftwerke so kompliziert. Zudem ist Atomkraft keine Lösung für den Klimawandel, denn auch da gibt es ja einzelne Probleme, die sich durch Atomkraft ergeben, im Hinblick auf Umweltverschmutzung und auch Dinge, die sich auf das Klima auswirken könnten. Und deshalb sollte man schauen, ob wir ganz ohne Atomkraft und Kernkraft auskommen. Zumindest, wenn sich dort in der Forschung nichts ergibt. Es kann aber noch 30, 40 Jahre dauern, bis wir da weiter sind. Und diese Zeit haben wir nicht mehr. Wir sollten dennoch nicht aufhören, Gelder in die Forschung zu investieren, sondern weiterhin schauen, was es da an Möglichkeiten gibt. Der Fokus sollte aber insgesamt natürlich auf erneuerbaren Energien liegen. Und deshalb ist die Zukunft hier in Deutschland und auch in Europa nicht unbedingt hier, sondern da hinten, weiß ich, wo sind die Windräder? Da habe ich doch eben Windräder gesehen. Da hinten sind irgendwo Windräder. Da. Und ich hoffe, dass diese Zukunft sich durchsetzt. Warum und wieso Windkraft toll ist, dazu kann ich hier am Ende mal ein Video verlinken. Und vor einigen Jahren war ich auch mal in Biblis, habe ein ähnliches Video, wo das Video heute gemacht. Da gab es ein paar technische Fehler und seitdem hat sich technologisch auch das eine oder andere verändert. Und deswegen habe ich das Video hier mal neu aufgelegt. Also einmal Atomkraft und einmal Windkraft. Könnt euch aussuchen, wo ihr draufklickt oder ihr schaut euch beides an. Ich sage an dieser Stelle, erstmal tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!